Ja, dann hat es schon so einen kleinen Hauch von Wehrgang. Hallo Minecraft, willkommen zur Folge 67 von Minecraft City und wir bauen heute mal an der lang versprochenen Bank. Ja. Habe ja schon mal den Teleporter umgesetzt. Das kann ich nämlich nur im Creative machen. Und ja, jetzt beginnen wir einfach mal mit dem Boden der Bank und gucken mal, wie weit wir heute kommen. Ich habe mir vorgenommen, recht flott zu arbeiten. Deshalb habe ich auch schon hier Vorbereitungen getroffen, wie zum Beispiel den Platz, wo die Bank hinkommt, auszubauen. Ja. Und ich hoffe, das geht alles recht flott. So, jetzt muss ich nur überlegen, wo das war. Hier. Ich habe mir auch eine Skizze gemacht. Daher soll das Bauen auch schneller vorwärts gehen. So, dann haben wir die Pfeiler 3 breit. Brr, 2, 3. Und dann haben wir 6 Blöcke Platz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und dann sind die Pfeiler wieder. Zwei oder drei? Toll. Machst dir extra eine Skizze und dann ja, funktioniert es vielleicht nicht. 2, 4, 6. Oder ist es nur eins? Tja, das müssen wir jetzt kurz ausprobieren. 2, 4, 5, 6. Vier, sechs, eins, zwei, Hammer, zwei, vier Bögen. Auf meiner Skizze sind es fünf. Fängt ja schon mal gut an. So, dann machen wir hier einfach mal zwei, drei, vier, fünf. 1, 2, 3, 4, 5. Nein, Moment. 2, 3, 4, 5, hier. 2, 4, 5, hier. Jetzt haben wir 5 Bögen. 2, 4, 5. Richtig? Ah ja, ich habe. Genau. So. Und das wird der Eingangsbereich. Dann kommt hier noch mal Cobblestone hin. Ja, den Teleporter werde ich einfach in die Bank einbauen. Der bekommt einen kleinen Raum. Fünf. Vier, fünf und hier auch noch mal fünf, fünf. Gut, weil wir werden hier die Bank auf dem unteren Geschoss einfach auf Stein lagern und erst oben kriegt es dann
den Touch oder den Flair vom Mittelalter her. Moment, das ist eigentlich doof, was ich da mache. Weil der Boden im ersten Obergeschoss soll ja nicht unbedingt Stein sein. So, okay. Dann fangen wir mal hier an damit. Na, ich glaube, das werde ich auch so einfach lassen. Seite auch gleich noch. Ja, dann hat es schon so einen kleinen Hauch von Wehrgang. Eins drunter können wir die Blöcke setzen. So, dann kommt in die Mitte die Türe. Oder wir machen eine doppelte Türe. Ja. Setzen wir mal die hier hin. Können wir auch anbauen. Ja, werden ein bisschen kleine Fenster, oder? Na, das können wir ja gleich noch mal ändern. Ich mache hier einfach mal zu und dann setzen wir gleich die Fenster. Ach, hier habe ich das noch gar nicht. Das ist gut. Dann machen wir hier mal zwei. Dann machen wir zwei breites Fenster. So geht es. So, und dann haben wir hier innen schon mal einen Raum. Der wird nicht sehr groß. Ich muss gerade mal gucken, wo ich hier lande, wenn ich zurückkomme, weil das soll auch noch in dem Raum sein. Gut, dann machen wir hier noch. Oh, das leckt ein bisschen. Ups, falsch. So. Gut, dann kommt man hier rein in die Empfangshalle. Dann würde ich mal sagen, machen wir da einfach so ein Karo-Muster. Hier kommt ja die Mauer hin, das passt. Falsch gesetzt. Ja, ich arbeite gerade offline, mehr oder weniger, auch noch an einem anderen Teil, der
in Minecraft City demnächst noch relevant sein wird. Und zwar habe ich die letzten Tage etwas am modernen Stadtteil gearbeitet. Da konnte ich recht gute Fortschritte erzielen. So, hier kommt eine Wand hin. Die ziehen wir, glaube ich, ganz durch. Und ihr könnt gespannt sein, was es da alles schon gibt. Ich weiß nur noch nicht, in welcher Folge ich das euch zeigen werde. Ne, warte mal, ich mache hier auch mal noch. Oder? Doch, hier machen wir. Ei. Da kommt ein Flur hin. Ich setze mal jetzt Cobblestone dahin, wo ich die Mauer platzieren möchte. Das habe ich ja beim Rathaus auch so ähnlich gemacht. Das ist dann einfach sehr hilfreich. So, da kommt ein Flur, dass man da in den Raum reingehen kann. Der Tresor soll eigentlich hier hinten sein. Dann machen wir hier nochmal einen Raum. Vielleicht machen wir den gerade da. Jetzt habe ich keinen Cobblestone mehr. Nehmen wir die Stone Bricks. Zu schnell geklickt. Aber ich will ja auch schnell klicken, um euch ziemlich viel zu zeigen. So. Das sieht schon mal gut aus. Jupp. Hier ist dann der andere Raum. Der ist jetzt leider nicht exakt so ausgerichtet, wie er sein soll. Oder wir machen hier einfach ein kleineres Muster. Ah. Ja. Wenn ich schnell baue und mich dann auch dauernd verklickt, dann habt ihr natürlich nichts davon. Das heißt Konzentration. Da, da, da. Schönes Schachbrettmuster. Dann kommen da nochmal welche hin. Oder ich mache, ja, ich glaube, ich mache den Tresorraum relativ groß. So, und dann habe ich hier Platz für den Tresorraum. Muss ja auch ein bisschen Platz haben, wenn da jeder Spieler seinen eigenen Tresor haben soll. Oder vielleicht sogar mehrere, wer weiß. So, oder wir machen hier nochmal ein abgetrenntes Abteil. Ich weiß zwar noch nicht, was ich da dann reinbaue, aber da findet sich irgendwas Dekoratives. Ah, da fehlen noch ein paar Schwarze.
glaube, den Tresorraum, den machen wir komplett in Marble. Weil der soll ja edel wirken. Na toll, sonst ist der Marble ausgegangen. Aber das ist jetzt erstmal egal. Muss ich jetzt so hochbauen? Ja. Jetzt habe ich schon gedacht, der wäre auch aus. Ah, davon haben wir noch ein bisschen was. Auch nicht mehr viel, aber gucken wir mal, wie weit wir damit kommen. So, auch leer. Gut, dann machen wir hier mal noch Fenster rein. Drüben haben wir zwei Platz gelassen. Gut. Dann kriegt der Raum hier noch. Warte mal, da haben wir, glaube ich, irgendwo eine Wand. Na, ein Fenster können wir hier reinmachen. Und nach hinten wird es schwierig. Da kriegt der Flur ein Fenster. So. Ja, es nimmt langsam Gestalt an. Vielleicht richten wir die Fenster hier. Einfach nach dem inneren Raum und nicht nach dem äußeren. Eins, zwei, drei. Schon wieder leer. Das hier kriegt wieder mal ein größeres Fenster. Immer ein bisschen abwechseln. Ja, ich will hier mir gerade ein, zwei Blöcke von dem Stein noch sichern. Eigentlich kann ich da auch so einen reinsetzen. Das ist dann nachher zugebaut, das sieht keiner. Ja, so. Das war jetzt mal hier schnell ein bisschen was an der Bank gebaut. Ich bin mal gespannt, wie es fertig aussieht. Ich hoffe, dass ich so hinkriege, wie ich es möchte. Also obendrauf auf das Haus jetzt oder auf die Grundmauern sozusagen kommen dann eben wieder hier unsere bekannten Holzverstrebungen. So, auch in der Höhe. Ja, und dann wird eben noch ausgebaut hier mit den verschiedenen Materialien im Fachwerkstil. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch eine Bewertung da. Kommentar, Abo, unten drunter schreiben, alles kein Problem. Auf jeden Fall, danke. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, Minecraft.